Dass man die Sonnenwende heutzutage noch feiert, das ist für die anderen schon längst nicht mehr modern. Aber genau diese Traditionen und diese Wurzeln, die sind es, die unserem Land noch Kraft geben, auch in schwierigen Zeiten. Das sind nicht die Politiker, das sind diese Wurzeln und diese Traditionen und die Bevölkerung und die Leute, die noch leben und das Volk wieder herwärts sagt. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir die Leute und das Volk wieder an die erste Stelle bringen. Dann werden wir nächstes Jahr bei der Sonnenwende ein Fest der Befreiung feiern. Unsere Werte müssen weitergetragen werden. Politik ist kein Selbstzweck, Politik ist nichts, wo man sich selbst bereichert oder selbst verwirklicht, sondern Politik ist für die nächsten Generationen. Und ich glaube, die Freiheitliche Partei ist hier besonders gut aufgestellt. Wenn man sich die Reden heute angehört hat, dann weiß man, dass man hier auf der richtigen Seite ist. Wir brauchen einfach einen Wandel zu einer normalen Politik und das wünschen sich die Österreicher. Aber da müssen wir darum kämpfen. Wir haben Probleme mit einer kulturellen Überfremdung, das merken wir in den Schulen, wo inzwischen die islamischen Schüler mehr sind als die christlichen Schüler. Also da sieht man schon, in diesem Land verändert sich gerade was. Wir haben eine ausufernde Kriminalität, Vergewaltigungen ohne Ende und wir müssen endlich dagegen steuern und das geht nur mit einer FPÖ. Und da könnte man sehr viel tun, man muss es nur wollen. Und man muss vor allen Dingen auch die neue Einwanderung, die ja Tag für Tag vor sich geht, einfach stoppen. Und ich bin überzeugt davon, dass es geht. Aber genau mit dieser Familie Österreich, die wir in einem kleinen Format quasi ja da heute abgebildet sind, gemeinsam mit dieser Familie Österreich wird dieser Weg auch gut ausgehen.